Hier bin ich. Zusammenficken, ne? Wir hätten auf B draufgekommen, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von 4 großen Dildos gefickt worden. So, moinsen, willkommen hier zurück beim Farming Simulator 17, beziehungsweise Landwirtschaftssimulator 17. Nils hat wieder Spaß mit Bäumen. Ja, nee, das Teil, Alter, das kannst du nicht fahren, Mann. Wir brauchen echt einen neuen Mähdrescher. Ja, den haben wir bald, wenn wir uns anstrengen, so was, Sojabohnen, gell? Oh Gott! Ja, kacke, ich krieg das Teil jetzt nicht mehr weg, weil rückwärts fahren wird mit dem Teil, glaube ich, nix. 1784 bei diesem Bob hier unten. Gomez Ridge Acres. Okay, wir gehen mal da oben hin. Da oben haben wir noch nicht. Und außerdem ist da oben ein bisschen bessere Bezahlung. So. Machen wir nur die Beleuchtung an, reicht ja vollkommen aus. Die 100.000% Beleuchtung mit 10 Millionen Watt. Ja. Muss ja auch immer und schön. 30 hier Milliarden Lumen. Ja, genau. Man muss ja auch immer schön die Umwelt verpesten. Ja, Stromkosten schön hochhalten. Ja, so ist richtig. Ohne Spaß, wir sollten nicht die Fresse nicht so aufreißen. Weißt du, unsere PCs brauchen schon mal um die 500 Watt Maximalleistung. Gut, meiner ist nie auf Maximalleistung. Ja, meiner auch nicht, hoffe ich. Sonst wäre das ein halbes Atomkraftwerk, wenn der auf Maximalleistung laufen würde. Naja, ganz so krasses PC-System habe ich dann auch nicht, aber... Gut, also wir haben ja keinen AMD-Prozessor, ne? Doch, ich habe einen AMD-Prozessor. Oh Gott, dich sieht man aus dem Flugzeug im Winter. Ja. Du hast keinen Schnee mehr auf dem Dach. Ja. Stimmt schon, stimmt schon. Oh, ja, Alter, kann ich gleich mal den Traktor hier auftanken. Aber oh, das kostet wieder Geld. Dann tanke ich den lieber an unserer Tankstelle am Dingens auf. Da kostet es kein Geld mehr, weil das habe ich ja schon bezahlt, weil es im Anhänger ist. Ja, du musst es aber trotzdem bezahlen, dann, wenn ja, du im, im Endeffekt ist es scheißegal, aber na komm, mache ich es jetzt. Jetzt, wo ich hier schon an der Tanke vorbeifahre. Kommt doch an, wenn es unterschiedliche Spritpreise gibt, ne? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ist es denn arg teuer? Oh, ne, ja. Was kostet ein Liter? Ich weiß nicht, vielleicht 1 Euro. Billig. Oh, 1,50. Keine Ahnung. Das kommt schon eher hin. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht teuer. Gestern Moje war super plus auf 1,50, du, ey. Da habe ich geschrien. Guckst denn du nach Super Plus, Alter? Der Roller kann nur Super Plus tanken. Ich habe einmal Super getankt, Junge. Nie wieder. Nie wieder tankt ich mit einem verschissenen Aerox Super. Wieso braucht... Alter, Super Plus ist für Sportwagen, Alter, und nicht für... Ja, aber der kann sonst nicht fahren. Kein Witz. Von meinem Bruder, der Roller, der Nitro, der kann gerade so mit Super fahren. Normalerweise sollten Roller mit normalem Benzin fahren können und nicht mit Super. Aber dann auch noch Super Plus, Alter, ist ja die Höhe, ja, der kann Alter. Nur mit Super Plus fahren, weil sonst verstopft der irgendwie. Der hatte dann, Benzinhahn war komplett zu, der Vergaser war komplett zu. Ich habe neuen Vergaser, neuen Benzinhahn, neuen Tank habe ich. Ich brauche jetzt gucken, ob mein Blinkerrelais noch geht, weil mein linker Blinker geht nicht. Und mein Hinterreifen, den muss ich mal zum Reifen-Simon bringen, der ist platt. Oder ich muss ihn halt jede Woche mal aufpumpen, dann geht das auch. Alter, ich war hier hinten noch nie. Die Map ist ja echt voll riesig, ey. Ich glaube, das liegt einfach nur am kalten Wetter, dass der Reifen sich zusammenzieht und dann die Luft entweicht. Ja, das könnte gut sein. Ich brauche so oder so aber wahrscheinlich einen neuen Hinterreifen. Dann warte ich einfach, bis Sommer ist. Und dann hole ich mir eh einen neuen Reifen. Und die Felge, weil die Felge ist auch schon ein Riss und so. Die war ja gebraucht. Dann hole ich mir einfach einen neuen Reifen, eine neue Felge, 50 Euro mit dem Reifen, Simon. Schön krass, grau lackiert, dann läuft es. Ja. Was haben wir denn hier hinten eigentlich? Warte mal, ich muss hier gerade mal eine kleine Erkundungstour machen. Was haben wir denn hier?
Sieht aus wie ein Stück Scheiße. Private Property, no trespassing. Alles klar. Sieht aus wie... Ah, lol. Das ist... Alter, krasser Stausee, Alter. Richtig, richtig sick. Ah, lol, 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 Rolf Kobibda-Bilder. Kann ich eigentlich auch im Multiplayer Goldnuggets finden? Nee, ne? Wahrscheinlich sind die da auch ausgeschaltet. Ist alles ausgeschaltet immer. Ach, das ist so, das ist ein Stromwert. Ich will, okay. Ich will Aerox wenig Reifendruck im Winter googeln. Was schlägt's mir vor? Aerox wenig Reifendruck im Kopf. Alles klar. Was googeln die Leute? Ja, weiß ich nicht. Ach, guck mal hier, schön durchs Feld fahren von dem anderen, von der Konkurrenz, weißt du, hier, zack, Alter, jedes Mal richtig schön. Ist das geil, ey. Boah, und Spaß, ich habe mir von Kettle and Crops jetzt gerade eben Video angeschaut und boah, Alter, das wird richtig geil. Wirklich, du bist auf dem Feld, weißt du, und wenn es feucht ist, dann drehen da so deine Reifen durch, dass du gar nicht mehr vom Fleck kommst, weißt du. Musst du noch einen anderen Träger holen, der den anderen Träger dann mit wegzieht. Doppelte Power dann quasi. Na komm. Schön durchs Feld fahren hier. Jawohl, Alter, so geht's ab. Wie sieht's denn aus mit deinem Mähdrescher? Der ist voll, oder? Gleich. Ich bin fertig, man. 86%. Ist 12 noch bestückt? Ja, ne? Müsste auch noch mit Sojabohnen sein, rein theoretisch. Ja. Also was, fahr ich hier durch? Hui. Boah, die Ernte kaputt machen macht echt Spaß. Aua. Das hat jetzt aber ein bisschen sehr, sehr doll wehgetan. Ja, Feld 12 wächst noch. Echt? Scheiße. Ja, wie weit denn? Wie lange dauert's noch? Schon... Es ist grün. Ach, scheiße. Ja, stimmt. Ich wollte ja eigentlich, wenn wir die Aufnahme starten, wollte ich die Zeitskalierung wieder hochstellen, dass das dann schon fertig wird. Ist, aha, es ist grau. Kann ich jetzt schon ernten? Nee, das ist noch nicht hoch genug. Guck doch einfach auf die Karte, auf was für eine Stufe das ist. Ja, ist noch nicht erntereif. Ja, dann tue ich so lange mit dem Teil hier hinten säen. Mach er dies. Sojabohnen oder was wollen wir haben? Hey, jetzt ist gerade erntereif geworden, Nils. Kannst machen, viel Spaß. Ich will jetzt hier ein bisschen weitermachen. Weizen. Saat tue ich nochmal wie aus? Z, aber das war, steht schon auf Weizen eigentlich. Lass mich mal gucken, was stimmt, was steht schon auf Weizen. Ist. Das reicht, steht schon Moment. Auf Weizen. Moment. Schauen wir das nochmal an. Jo. Okay, dann mache ich jetzt hier hinten weiter. Dünger ist und so Zeug ist alles noch drin, ja? Ja, passt noch. 37% zwar noch, aber... Das reicht noch für die beiden Felder, denke ich mal. Ja, kann knapp werden. Ich muss schnell das... So, zack.
wenn ich hier fertig ernten bin, muss ich dann schnell den Hagel abwarten. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht schon kommt. Weil während dem Hagel oder Regen kann man ja nicht ernten. Das ist immer noch so. Und das ist ja auch realistisch. Wow, Alter, habe ich jetzt ernsthaft für 3%. Ich bin so ein Lappen, Alter. Was denn? Alles klar, das wird abgefüllt. Ja, super. Alles klar, der hat noch 273 Liter. Okay. Wie viel Liter hat denn dein Dingens noch, dein Traktor? 217. Wie viel Prozent ist das ungefähr? Also wo ist der Balken? Mitte? 50%. So ungefähr, okay. Okay. Alles klar, dann los geht's. Alter, wie schnell das geht. Sojabohnen sind ja doch ziemlich ertragreich. Und wieder Vollstoff und los geht's. Alter, das macht so viel Fun, ey. Das ist der Hammer. Wie schnell ich wieder bin, ey. Ich dachte, einen ordentlichen Mähdrescher vielleicht einfach mal. Ja, sorry. Der Mähdrescher kostet halt leider sehr, sehr viel. Wir haben 140.000. Das heißt 340.000 mit Schulden. Den können wir uns bald leisten. Und ich würde sagen, nach dem Mähdrescher holen wir uns, machen wir vielleicht mal ein bisschen Forstwirtschaft, auch wenn es sich nicht so lohnt in dem Spiel, wie vielleicht im LS17. Sparen wir vielleicht mal auf die guten Forstgeräte. Dann können wir da mal ein bisschen was zeigen und machen. Kriegen wir ein bisschen Abwechslung rein, weißt du? Ja, genau. Und dann, wenn wir mit dem Holz und dem ganzen anderen Gedönskram so hier fertig sind, ich meine, dann kann der eine sich ja immer um die Felder kümmern und der andere dann ums Holz und so, und dann wechselt man wieder ab oder so. Und wenn wir dann gespart haben, dann kommen wir dann zu dem Zeug für die Tiere. Radlader, Frontlader, Häcksler, Mähwerke, ein Feld, irgendein großes Feld kaufen wir uns, da sehen wir dann eine Wiese an für die Kühe und für die Schafe und alles mögliche. Und die Schweine, die brauchen ja, glaube ich, ich weiß nicht, Schweine? Nee, die brauchen nur Mischfutter. Das kannst du aber auch irgendwie kaufen, gell, für die Schweine, das Futter im Laden, in so einem Pack. Das musst du nicht selber mischen. Okay, total. Bin ich noch am überlegen, ob wir das tatsächlich so machen, dass man nur von dem Laden das Schweinefutter nimmt, weil es ist echt kompliziert. Du musst wirklich Schweinefutter, irgendwie eine Mischung aus entweder Kartoffeln oder Karotten, aus irgendeinem Korn, sprich Raps, Gerste, Mais oder irgendwas und noch was in eine andere Kategorie, irgendwie
weiß ich nicht, die brauchen auf jeden Fall auch noch Wasser und Mischfutter, genau, was auch die Kühe haben. Irgendwie so eine Mischung brauchen die. Muss ich mich nochmal schlau machen, bevor wir in die Schweinezucht reingehen. Oh, wäre nicht schlecht. Ich würd aber auch sagen, der Fokus liegt erstmal auf Schweinezucht, weil den Rest kennt man schon aus den anderen Spielen. Also ich auch zumindest. Schafe? Schafe gab es auch schon im LS15 und sogar schon im 13er. Ja gut, ich habe ja null Ahnung, sorry. Ja. Ist schon echt krass, was sich so alles getan hat. So. Aber ja gut, es kam ja auch schon dazwischen zwei Versionen raus, seitdem du das letzte LS gespielt hast. Bleibt 13er ja. Und der 15er. Von der Grafik hat sich sehr, sehr viel getan. Ja, das fällt vielen gar nicht so auf, aber tatsächlich, also im Vergleich zum auch von 11er... Dem, wenn du im LS11 in Traktor eingestiegen bist, Alter, dann hast du einen Motor gestartet. Nee, es dauert 10 Jahre, bis der mal an ist. Und dann, wenn du Vollgas fährst, dann wiederholt sich das Traktorgeräusch die ganze Zeit. Ja, genau. Voll auf den Sack. Ja. Ja, hier sind die Sounds echt geil. Also, die wiederholen sich wirklich gefühlt irgendwie alle 10 Jahre mal. Und dann ist aber auch der Schnitt so gut gemacht, dass du überhaupt nicht merkst, wie es übergeht. So muss es halt sein. Ja. Ja, aber die hatten das Budget damals überhaupt nicht. Ich meine, der 11er war ja erst der richtige Erfolg. Das war das einzig geile LS erstmal. Ja gut, vorher gab es ja nur einen 9er und einen 8er. Und das waren ja... Das 8er, also wer das 8er gespielt hat, der weiß noch, was LS ist, Junge. Ja, genau, also Das ist wie das MW2 von COD. Ja. Nee, wie das MW1. Stimmt, wie MW1. MW1 hat die große Revolution gemacht. Nee, also, Meinst ich pass durchs Tor. Oh, durchgepasst. Und was für eine Passung war das? Spiel, Übermaß oder Überlängenpassung? Hört die Fresse breit, ich hau dir sonst aufs Maul, Alter. Wenn ich noch einmal diese scheiß Wörter höre, ich geh zu dem Lehrer und kack dir in die Fresse. Okay, ja gut, dann sag ich's nochmal, weil ich war witzig. Also, ich ramm dich weg, Junge! Willst du es wirklich? Nee, nee. Kannst du schon mal ins Hofsilo fahren? Ah, toll, jetzt ist er wieder weg, ey. Du. Und dasselbe kannst du auch dann mit dem anderen Anhänger machen. Der ist jetzt auch gleich so fertig. Dann kann ich schon mal weiter ernten. Ja, zack, hier. Brauchen wir fette Anhänger und fette Traktoren, Alter, so mit 50.000 Fassungsvermögen. Was für ein Passungsvermögen? Aber ganz ehrlich, die Arbeit war echt unfair gestaltet. Ja. Und du, Easy 4, ne? Oder 5? 6. Wenn überhaupt. Mit der 4 wäre ich noch zufrieden, Alter. Ey, die war richtig scheiße, die Arbeit. Ist ja normalerweise nicht mein Niveau, so eine 4, ne? Aber mein Niveau ist ja eher so eine 5. Ja, genau. Also ihr wissen müsst, Nils ist sehr, sehr scheiße in der Schule, ja. Weißt du, der hat Realschulabschluss Durchschnitt von 4,0 gehabt. Und jetzt stapelst du aber ganz schön hoch. Nein, Spaß. Was war immer du? Noch 2,0, Junge, also halt die Fresse. Ha, ja, aber ich aber auch. Ja, also. Ja, du hast so. Du hast 2,37er Schnitt jetzt, gell? Ja, 2,375er. Ja, ich hab 2,5 zwar, weil ich am Anfang nicht Pass auf, nächstes Halbjahr, gell? Ich bumse dich hart weg mit dem Schnitt. Ja, wird auch so sein, weil ich überhaupt keinen Bock mehr hab auf Schule. Und ich streng mich einfach gar nicht mehr an. Ich verstehe das erste Mal jetzt momentan nichts in Elektrotechnik. Heute war der erste Tag, wo ich aus der Schule gegangen bin und einfach nichts verstanden hab. Ja. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass wir über diese scheiße Arbeit schreiben, also von daher. Über die Brückenschaltung? Ja.
Oh doch, Junge, oh doch. Das ist der Anfang vom Ende deines Gehirns, Alter. Du wirst so gefickt mit dem Zeug. Das war so richtig. Ja, weißt du, ohne Spaß, der soll das mal erklären, anstatt er irgendwelche Schüler, weißt du, ein Referat machen lässt und dann nicht selber erklärt, der Bob, Alter. Ja. Nee. Das ist nicht richtig. Ah, nee, doch, das ist doch falsch. Ah, nee, doch, richtig. Oh, Hildegard, ich hab einen Finger im Po. Oh, nee. Ah, keine Ahnung, doch. Vielleicht. Wie macht denn er das, wenn er irgendwas kaufen will? Oder bei der Hochzeit. Was hat er bei der Hochzeit von seiner Frau gesagt? Günther. Wollen Sie Hildegard zu Ihrer rechtmäßigen Frau nehmen? Sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Nee. Ja, doch. Ja. Wir müssen küssen. Ja, nee. Nils, was machst du eigentlich? Fahr doch nicht die ganze Binder drum. Was hast du gesagt? Alles wird gut, Nils. Jetzt gibt's aber Schlägerei hinter Tegut. Hey. War nicht mit Absicht, sorry. Kannst es ruhig hier stehen lassen, gell, den Traktor. Kannst den anderen auch schon mal wiederholen. Obwohl, der steht ja da hinten, ist alles gut. Kannst mal weitersehen, oder? Gibt's nichts mehr zu sehen. Achso, hinter dir doch. Ja, hier auch wieder Weizen. Wir machen jetzt mal komplett eine Runde Weizen. Jetzt hast du natürlich dir schön den Träger selbst in den Weg gestellt, aber... passt es noch vom Dünger und von Saatgut her? Mit ein knappes Ding, aber denk mal, das geht noch. Prozent haben wir noch. Dünger? Ja. Ja, wenn nett ist halt ein bisschen weniger gedüngt. Wir haben auch nur noch 28% Saat. Ja, aber das reicht. Die Saat geht ja langsamer als der Dünger weg. Und wir haben immer noch mehr Saat als Dünger, also ist ja auch dann logisch im Endeffekt. Also reicht es locker aus. Geil, Breife kann rechnen. Ja. Ach du Scheiße, ey. 4 km/h, moin. 19 km/h, moin. Moin, Reun. Halt dein Maul, Alter, ich kann den Typen einfach nicht. Dr. Reun, bitte, ja? Dr. Reun, wenn ich bitten darf. Mein Name ist Reun. Dr. Markus Matthias Mampf Reun. Mampf? Keine Ahnung, wie der heißt. Mann! Was ist? Darf ich am drüber unterhalten, ob er vielleicht doch einen Doktortitel hat, weil er letztens gesagt hat, ja, er möchte gerne Dr. Reun genannt werden. Nee, er hat einen Doktortitel, aber er tut ihn jetzt nicht gerade drauf ansprechen. Ich meine, er tut ja auch als Doktor unterschreiben, oder der tut ja jetzt auch sagen, auf den Arbeiten steht ja auch Dr. Reun drauf. Ja, aber ist scheißegal, ob er einen Doktortitel hat oder nicht, der kann nichts. Was bringt ihm das, Alter? Der hat ein Jahr von seinem Leben verschwendet, diese scheiß Arbeit zu schreiben. Und dann was? Kann sagen, oh, ich bin Doktor Diplom-Professor Ingenieur. Ich bin Doktor Diplom-Professor Ingenieur. Oh, ja, geil. Oh, mein Gott. Sag Doktor Professor Diplom-Ingenieur. Ja, klar, Alter. Ist bei mir einer auf der Arbeit, Alter, ist bei mir einer. Dr. Professor Diplom-Ingenieur Hauser. Nee. Hauer. Nee. Keine Ahnung, wie er heißt. Nee, Dr. Professor Reun. Oh. Oh, ja, Breifeld. Ich schieb ihn nicht so rein. Sondern in einem 80-Grad-Winkel gedreht um 940 Newtonmeter. Oh. Lachen Sie doch nicht so. Sie sind schon. Sie bitte mit einem unterschwelligen Ton so. Sie sind schon ein bisschen. Oh, erstmal schön durch die Saat fahren, aber ist ja nicht schlimm. Deine Ohren sind tot jetzt. Hab ich gerne gemacht. Nö. Discord regelt automatisch Runde. Echt?
Das macht Teamspeak auch. Schrei mal. Beziehungsweise dein Mikrofon, nein, mache ich nicht, weil die Zuschauer sonst Ohrenkrebs bekommen, weil das Aufnahmeprogramm das nicht macht. Aber das Mikrofon allgemein regelt schon Sachen runter. Weil es hat ja eine gewisse, einen gewissen Sensitivitätsbereich und Frequenzbereich, und wenn der überschritten wird, lauter geht halt nicht. Und Sind Sie sich doch sicher, Herr Dr. Professor Diplom-Ingenieur Breitfeld? Oh Gott. Doktor. Ich glaube nämlich, Sie sind sich nicht sicher. Natürlich bin ich mir sicher. Ich gleich nur, ich hab's schon gleich vergessen sehen, du, Scheiße, du. Ich hau dir gleich so die Fresse rein. Oh, Breitfeld, wir haben nur 10% Dünger und 16% Erdsort, gut. Saatgut! Ein kleiner Bastard, Alter. Mama! Oh, 5.50 Uhr und es soll schneien, oder was ist das da oben? Ja. Ja, deswegen habe ich auch die Zeit angehalten, weil ich habe keinen Bock, dass ich jetzt hier warten muss, bis die Scheiße Dreck vorbei ist. Es schneit, oder was? Ja, Hagel ist das. Ich wollte gerade sagen, weil Schnee gibt es ja hier nicht, weil dann würden wir ja ein halbes Jahr die Ernte einstellen und alles. Wir machen mal schön Wintersaat. Das Wild-LS halt wirklich einfach noch. Ein Jahreszeitensystem. Dass man dann so viel Geld reinscheffeln muss, dass man über den Winter einfach nur noch von seinen Kühen und Schafen leben kann. Nee, das halt, richtig halt insgesamt auch, dass halt das Wachstum und alles von den Pflanzen Dingens abhängig ist. Jahreszeiten abhängig. So wie es der Professional Farmer 2014 gemacht hat. Das war super. Was macht denn der Madin da draußen? Madin? Was für ein Madin? Du Hufnagel. Schlössler. Schlössler? Digga, der Rollerschrauber. Über der Schule. Ach so. Der mit seinen 5000 Aerox immer so mit 500 km/h lang rast. Der hat aber einen Aerox, hat jetzt 150. Du hast halt fast so einen Motorradladen in deinem Haus drin. Ich? Ja, so fast. Ja. Nee, so wie halt Stefan im Tiergut wohnt, hast du einen Motorradshop in deinem Haus. Ich meine, es ist halt kein Motorradshop. Der macht das hobbymäßig in seiner Garage, schraubt der ja, ja, genau, weißt du, hier schön Schwarzarbeit, weißt du. Nö. Jo, jo. Wenn du dem mal sagst, ja, hast du mal das und das, dann sagt er, ja. Ja, Schwarzarbeit, sag ich doch. Du bezahlst ihn ja für etwas, was er sich verkauft hat. Er ist Händler, wenn dann, also. Ja, ja, Schwarzarbeit. Schnauze. War gar nicht mal witzig, Leute. So, jetzt kann ich hier Kacke bauen. Digga, ich hab nur noch 8%, wird echt kritisch, ne? Ja, lass einen Helfer fertig machen. Weil der Helfer füllt, glaube ich, automatisch nach. Moment. Wenn nicht, stelle ich so ein. 7. Helferbetankung, Saatgut kaufen, Helferbetankung, Dünger kaufen. So, jetzt geh, mach H, also mach, dass der Helfer weitermacht. Ja, mach ich. Gut. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Nils ist ein Objekt, officially. Obviously. Nee, officially. Obvious. So. Hallo, Wagner! Scheiße, ich dachte, du bist jetzt umfahren. Ey, nein. Ich bin nicht so schnell wie du, Alter, du Ficker. Oh. Jetzt bist du durch mich durchgefahren. Oh. Ey, wenn du es machst, ne, ich hau dir die Fresse ein. Fahr nicht. Alter. Nee! Beweg dich einfach nicht, ich krieg das schon hin. So, einmal ins Hofsilo, bitte. Ist das eine Spielpassung? Nee, ich glaube, das ist jetzt eine Übergangspassung. Ah, kacke, das ist eine Übermaßpassung, passt nicht. Tja. Lass jetzt mal wirklich die ganze Zeit so reden, Alter. Oh, was haben wir denn hier für eine Passung? Oh Mann, das ist ja voll die Übermaßpassung, Alter, das passt ja gar nicht. Echt mal voll scheiße, Alter, ey. Och Mann. Digga, du bist richtig Übermaß, voll unpassend. Oh, Digga, deine Omi ist voll unpassend, ey. Nee, ich könnte jetzt was bringen, aber das können hier die kleinen Kinder, die LS gucken, nicht. Nee. Okay. Sorry, aber das wäre jetzt zu krank. Da würden die Albträume von meiner Omi kriegen. Helferbetankung Sprit.
Ja, schalte ich aus, Alter. Der Helfer soll den Sprit nehmen, der im Auto ist, und nicht dazu kaufen. Flügen notwendig brauchen wir nicht. Das machen wir später. Spritverbrauch. Wollen wir mal Spritverbrauch niedrig machen oder? Nee. Niedrig, normal. Wir lassen normal, oder? Den Spritverbrauch. Sind ja mal nicht so geizig hier, ne? Ey, hey, ich bin auf der Fensterbank. Ich wusste gar nicht, dass man auf die Fensterbank springen kann. Tja, weißt du es jetzt? Ich stuck fest. Scheiße, bin ich runtergefallen. So. Alter, ich kann mal voll das Jump'n'Run machen. Ich bin die ganze Zeit auf diese Scheune drauf, gell? So. Alles klar, jetzt fängt's an zu regnen, ne? Gut. Alles klar, ich würde sagen, ich setze die Seemaschine zurück und so und ich tank die wieder auf. So, dann machen wir Helferbetankung Saatgut wieder aus. Helferbetankung Dünger machen wir aus. Ja. Mann, ich will auf dieses Dreckshaus. Nee, das darfst du nicht. Ich hole mir jetzt einfach den Mähdrescher her, der ist ja höher, mit dem kann ich da drauf springen. Also sonst hast du nichts zu tun, oder was? Nee, regnet ja gerade. Das stimmt. Allgemein haben wir eigentlich nichts zu tun, weil wir aktuell gerade nichts machen können. So. Gut, dann schauen wir mal. So, die Seemaschine. Ey. Hallo, ich darf doch wohl mal hier sehr bitten, ja? So. Alles klar. Darf ich sie an die Beke titten? Darf ich sie hier jetzt an die Beke titten? Lea hat mir auch gesagt, dass sie auf Ältere steht, ne? Also hast du ganz gute Chancen. Ach so. Echt? Ja, ja. Wir sind ja so viel unterschiedlich krass, ne? Ja. Mhm. Warum? Willst du Lea loswerden oder was? Ja, du, sie findet dich viel männlicher. Du hast Bart und so, weißt du, ne? Und ich so halt nicht. Ah ja. Okay. Das macht sie halt schon ziemlich an. So Brusthaare, da geht die voll drauf ab, Alter. Mhm. Ja, weißt du, das... Nee, jetzt aber so viel zum Thema hier kleine Kinder und so, ne? Das ist jetzt so voll was. Na, aber das, was ich gesagt hätte, wäre noch viel. Oh, man kann die Leiter hochgehen, cool. Mineraldünger kaufen. Ja, Mann, ich bin oben, Bitches! Geht mal halt voll einer ab, weißt du, weil er oben ist, Alter. Alter, oben, lol. Oben ist groß. Ja, oben ist schon groß, ne? Guck das mal, wo ich bin. Ja. So. Ach Mann, so, ich bin... lass mich jetzt mal suchen. Wenn du mich findest, hast du gewonnen. Ich bin ein bisschen lass scheiße. Warte mal. 1, 2 und 3. Was rechnest du gerade oder bist du einfach nur geistig behindert? Nein, ich tue Saatgut auffüllen. Zack. Oh, schmeckt nach Salami. Aha, aha. Nee, Spaghetti Bolognese. Ist ja fast dasselbe. Mhm. So, Nils, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt mal schnell die Sojabohnen, oder? Wie sieht's denn aus, wenn Sojabohnenpreis? Warten wir nochmal einen Moment ab. Mal schauen, ob bei der Denton Bakery, ob der Preis da höher wird. Müsste eigentlich. So, aber da war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, ne? Haut rein. Tschüss.